Essen wird man neu beraten müssen, da wird neu abgewogen werden müssen zwischen diesen Individualperspektiven und dem Gemeinwohl. Es kann nicht sein, dass Einzelinteressen und Einzelperspektiven zukünftig einen notwendigen, für alle Bürger notwendigen Hochwasserschutz verhindern, mindestens aber verzögern können. Hier in Nordrhein-Westfalen müssen wir aber auch fragen, welches Engagement es seitens des Landes gibt. Karl-Josef Laumann hat bereits darauf hingewiesen, im Jahr 2011 hat das Land noch eine Ist-Zahl von ungefähr 39 Millionen Euro für den Hochwasserschutz gehabt. Frau Ministerpräsidentin hat eben ausgeführt, dass diese Summe auf 30 Millionen Euro Planansatz jetzt reduziert worden sei. In einem Ministerium von Johannes Remmel aber, dessen Haushaltsansatz insgesamt steigt. In einem steigenden Haushalt wird Nordrhein-Westfalen also weniger für den Hochwasserschutz tun. Und nun ist bemerkenswert, welcher Entschließungsantrag von den Koalitionsfraktionen hier vorgelegt wird. Sie kürzen beim Hochwasserschutz in einem wachsend großen Umweltetat und jetzt legen Sie hier einen Entschließungsantrag vor, in dem Sie fordern, dass der Bund doch ein Finanzierungsprogramm für den Hochwasserschutz auflegen soll. So werden Sie Ihrer Verantwortung aber nicht gerecht. Das ist doch inzwischen eine Systematik der rot-grünen Koalition geworden. Weil sie das Geld, die wachsenden Steuereinnahmen verschießen in ihre Wohlfühlprojekte, fehlt für den Kernbestand staatlicher Aufgabenerfüllung das Geld. Insbesondere beim Hochwasserschutz. Man kann das weiter fortsetzen. Man kann das weiter fortsetzen. Landesstraßenbau, heute nicht unser Thema. Man kann das fortsetzen. Inklusion, heute nicht unser Thema. Man kann das fortsetzen. Halbierung des Vertretungsunterrichts. Man kann das alles fortsetzen. Weil Sie nicht klare Prioritäten setzen, fehlt das Geld für die wichtigen Fragen. Und dann soll der Bund für Sie die Kastanien aus dem Feuer holen. Diese Politik, da ist der Lack nach einem Jahr ab, Frau Kraft. Das haben die Leute inzwischen erkannt. Und dann kommt ein zweiter Aspekt bei Ihrem Entschließungsantrag hinzu. Ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber dieses Programm, das Sie unter Ziffer 2 fordern, da heißt es dann, Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Binnenland infolge des Klimawandels. Die Pegelstände sind noch nicht zurückgegangen. Da haben SPD und Grüne schon exakt analysiert, woran es gelegen hat. Am Klimawandel. Seit 15 Jahren hat es keine Veränderung in der Frage gegeben. Aber plötzlich ist das große Thema Klimawandel. Und da sage ich Ihnen, wenn Sie so einseitig die Hochwasserproblematik analysieren und lösen wollen, dann haben Sie dabei uns nicht an Ihrer Seite. Denn wir wollen das seriös, nachhaltig, verantwortbar machen und nicht mit solchen Schnellschüssen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Lindner. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Abgeordnete Pringen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, gestatten Sie mir, bevor ich mit dem Inhaltlichen anfange, einige Anmerkungen zu Herrn Lindner und zu Herrn Laumann. Herr Lindner, es tut mir leid, aber wenn es um den Wettbewerb des Komödianten geht, dann sind Sie alle Male um Zehnerpotenzen besser wie der Finanzminister. Nee, ich will es Ihnen noch sagen. Herr Lindner stellt sich hier hin und tut so, als ob Reserven gebildet worden wären auf anderen Ebenen. Er war maßgeblich mitverantwortlich 5 Jahre hier in der Landesregierung und in der Bundesregierung. In keinem der Jahre, wo er Verantwortung hatte, sind Reserven gebildet worden, sondern Schulden aufgenommen worden. Aber jetzt stellt er es anders dar. Und ein zweiter Punkt, wo Sie irren. Ich stimme Ihnen zu in der Frage, dass in den Bildern rüberkommt, dass die Leute anpacken und aufstehen. Aber ich habe auch Bilder gesehen von Leuten, die verzweifelt waren, dass sie zum zweiten Mal praktisch ihr Haus ruiniert haben in dieser Hochwasserkatastrophe. Die gesagt haben, gebt uns das Geld, wir fangen woanders wieder neu an. Und das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich mein Haus total beschädigt habe und ich zahle ein Haus 20, 30 Jahre ab, und innerhalb von 10 Jahren ist es zweimal Totalschaden. Das kann ein einzelner Privater nicht schaffen. Und die Verzweiflung der Leute, auf die wir gucken müssen, dass wir eine Antwort kriegen, dass sie nicht in 10 Jahren wieder an der gleichen Stelle stehen, die habe ich sehr wohl gesehen. Jetzt kann man nicht alles sehen, aber der sollten wir uns auch stellen. Komme ich nachher nochmal drauf zurück.
Und Herr Kollege Laumann, ich habe Ihnen wie Herr Römer bei den ersten Sequenzen Ihrer Rede zugestimmt und Beifall geklatscht, aber ich fand das, was Sie zur Bundeswehr gesagt haben, nur noch peinlich und Sie sollten sich schämen. Nein, Sie sollten sich schämen. Nein, ich bleibe dabei. Sie sollten sich für den Beitrag ganz einfach schämen. Die Ministerpräsidentin hat sich in ihrer Rede ausdrücklich und ausführlich bei den Soldaten und Soldatinnen bedankt. Und 2002, ich habe das ja nachgelesen jetzt bei der Flutkatastrophe, Regierung Schröder-Fischer, waren 44.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Und auch da haben wir uns bedankt. Und das gehört sich auch bei der Bundeswehr und bei allen anderen, die da mitgeholfen haben, die Katastrophe zu mildern. Insofern war das klar. Und Sie, das ist eine Entgleisung gewesen, die Sie da gemacht haben, ritualhaft. Und Sie sollten sich eher entschuldigen für das. So, Bund und Länder haben einen Konsens gefunden zur Finanzierung dieser Fluthilfe 2013, das Gesamtvolumen von 8 Milliarden Euro zusammenzutragen. Und ich finde die Verteilung, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat es zusammenfassend so bewertet, wir haben die Kosten einigermaßen gerecht verteilt. Wenn man Kretschmann kennt und weiß, wie vorsichtig der sich äußert, ist das praktisch die Bewertung, dass es eine vernünftige Aufteilung ist. Die Ministerpräsidentin hat das auch gesagt. Und es ist auch klar, dass Nordrhein-Westfalen im Verbund mit allen anderen an der Stelle solidarisch ist und nicht das erste Mal solidarisch ist. Und deswegen werden wir unseren Anteil da auch tragen. Die Zahlen konkret sind 690 Millionen Euro, die NRW vom Länderanteil von 3,75 Milliarden tragen muss. Rund 44 Millionen pro Jahr über 20 Jahre. Das heißt, das wird unser Beitrag sein. Das ist sehr viel Geld, mit 690 Millionen der größte Beitrag aller Länder. Und es hat weitere Verständigungspunkte gegeben. Auch das war nur vernünftig, wenn man sich zusammengesetzt hat, dass man die Frage der Entflechtungsmittel und auch die Frage des Fonds Deutscher Einheit dort besprochen hat. Und es gilt, wie bei allen derartigen Katastrophen, als allererstes, dass man rettet, dass man hilft, dass man die Katastrophenfolgen versucht zu lindern. Aber es gilt auch, dass man danach diskutieren muss, wie ist diese Katastrophe einzuordnen. Und es ist nicht das erste Mal, wie ist das zu bewerten und was müssen wir machen für die Zukunft, um möglichst, wenn es irgendwie möglich ist, weitere derartige Katastrophen zu verhindern. Und es ist ja nun nicht das erste Mal. Passau hat innerhalb von nur 14 Jahren das vierte 100-jährige Hochwasser erlebt. In 14 Jahren viermal. 1999, 2002, 2005 und 2013. Und dann ist es kein 100-jähriges Ereignis mehr, sondern dann ist es im Schnitt ein 5-jähriges. Und man kann Ihnen nur wünschen, dass es nicht wieder in 5 Jahren oder in 10 Jahren kommt. Aber man muss sich doch vernünftigerweise darauf einstellen, dass das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren kann. Wir haben das Oder-Hochwasser 1997 erlebt. Das hatte Schäden im Vergleich zu heute und zu anderen von in Anführungsstrichen nur 320 Millionen. Aber auch das war ein starkes Hochwasserereignis. Am allerschlimmsten das Elbe-Hochwasser 2002. Es waren nicht nur 21 Menschenleben zu beklagen, aber es waren die Schäden noch höher, als sie bis jetzt für heute angenommen werden. Am stärksten betroffen damals Sachsen. Und die deutsche Rückversicherung, die zentrale Rückversicherung, gibt die Gesamtschäden für diese Katastrophe 2002 mit 11,6 Milliarden in Deutschland an und davon alleine 8,6 Milliarden in Sachsen. Die Sachsen hatten rund 80% der Schäden. Und auch das ist getragen worden durch eine unglaubliche Solidarität aller Länder und des Bundes. Und Herr Laumann, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir uns beim Bund auch bedanken. Das gehört sich auch an der Stelle. Wenn es ein Paket zusammen ist, kann man das auch machen. Aber man muss dann auch den Beitrag Nordrhein-Westfalens anerkennen. Und es ist auch damals so gewesen, dass Nordrhein-Westfalen 2002 581 Millionen der Gesamtkosten getragen hat. Das heißt 581 Millionen damals. Und weil Sie sich wegen Steuererhöhung aufregen, natürlich ist damals die Lösung genommen worden, eine verabredete Steuersenkung später zu machen. Und der Mechanismus, es über eine zeitlich befristete steuerliche Abgabe zu machen oder es auf Schulden zu machen, ist einer, den man diskutieren kann. Und das gehört auch dazu, dass ein Finanzminister diese Frage diskutiert. Jetzt haben wir ein Kompromissergebnis. Das kann man tragen und das wird dann getragen. Aber es ist jedenfalls vernünftig gewesen, in der Debatte auch auszuloten, was Nordrhein-Westfalens Beitrag sein kann und den an der Stelle auch, soweit wie es möglich ist, vernünftigerweise auch zu begrenzen. So,
Es muss aber auch geredet werden über die Ursachen, die überhaupt dazu führen. Ich habe eben einzelne Ereignisse angeführt. Und natürlich, und das können Sie doch überhaupt nicht leugnen, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was uns mit Starkregenereignissen jetzt passiert, Teil des Klimawandels ist. Und es ist doch keine Erfindung von Grünen oder Sozialdemokraten. Auch die Bundesregierung mit ihrer Bundeskanzlerin hat nun seit über 10 Jahren diese Erkenntnisse und thematisiert ihr. Und wir wissen, dass es die sogenannte 5B-Wetterlage ist, wo über Mittelmeer sehr viel Wasser aufgenommen wird und dann über Tschechien und über Polen reindrehend im Süden Deutschlands diese Katastrophen anrichtet. Und nach allem, was wir jetzt wissen, sind wir am Rhein liegend davon nicht so stark betroffen. Wir können ja nur hoffen, dass das so weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass das zurückgeht, ist nach allen Wissenschaftlern, ob wir Max Planck nehmen, ob wir Potsdam-Institut nehmen, jedenfalls gering, sondern eher der Anreiz und die Verpflichtung, uns aufzustellen und dafür zu sorgen, dass wir uns vorbereiten auf weitere mögliche Ereignisse, die nicht als 500- oder 1000-jährige Hochwässer irgendwann kommen, sondern in absehbarer Zeit kommen. Die Ministerpräsidentenkonferenz und vorher die Finanzminister haben sich sehr stark darauf konzentriert, eine Lösung zu finden für das, was jetzt an finanziellen Hilfspaket notwendig ist. Das ist auch genau richtig so, weil die Hilfe ganz schnell organisiert werden muss. Sie muss schnell beschlossen werden, Bundestag, Bundesrat, damit sie wirksam wird bei denen, die die Hilfe jetzt brauchen. Aber auch die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich verabredet, die Grundsatzfrage, wie Flutopfervorbeugung, wie Flutopferprävention stärker gemacht werden kann, besser koordiniert werden kann, auf die Tagesordnung zu setzen. Und dazu gehört auch, dass man ganz nüchtern guckt, was ist nach 2002 gemacht worden. Es ist ja nicht nur so, dass man Geld gibt, sondern man muss auch gucken, ist es ausreichend koordiniert worden oder sind auch Fehler gemacht worden. Wenn ich mir angucke, dass die Sachsen 2002 sehr viel Baumaßnahmen um Dresden vorgenommen haben und Dresden auch erfolgreich geschützt haben, aber mit der Konsequenz, dass diesmal das Desaster in Magdeburg war und in Sachsen-Anhalt, dann kann es ja nicht Linie sein, dass jeder sich schützt, bis das Hochwasser irgendwann in Hamburg landet und die haben dann eventuell Glück, dass keine Flut ist, sondern sie können das so durchlaufen lassen. Das ist nicht die Lösung. Und wenn man sich anguckt, dass die Sachsen von 530 Millionen Euro, die sie aufgewendet haben für technischen Umweltschutz, nur 5 Millionen für Rückhalteräume oder Flutpolder aufgewendet haben. Dass von 49 beschlossenen Vorhaben, die sie dazu machen wollten, insgesamt nur 2 umgesetzt worden sind innerhalb von 12 Jahren. Dann muss man auch die Erkenntnis ziehen, dass das eine koordinierte Aufgabe sein muss, die entlang der Flusssysteme geht. Das gilt bei uns schon lange als Verpflichtung, weil wir könnten ja auch anfangen und sagen, warum sollen wir am Niederrhein noch Polder anlegen, danach kommen die Niederländer und wenn das Wasser bei uns durch ist, trifft es die. Das machen wir nicht, weil wir auch da solidarisch sind, weil es auch richtig ist, im Verbund der Flusssysteme nicht nur deutschlandweit, auch europäisch zu denken. Und so wie das im Südosten passieren muss mit den Tschechen zusammen und anderen, so machen wir das auch mit den Niederländern und kommen unserer Verpflichtung dann nach. Und Norbert Römer hat eben den ersten und zweiten Punkt des Entschließungsantrags angesprochen. Ich will es noch mal versuchen zu erklären, warum auch der zweite Punkt richtig und vernünftig ist. Der erste ist ja vielfach diskutiert und ich denke, da ist auch Konsens. Es gibt in der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz der Bundesregierung einen Sonderplan, der heißt, ich zitiere, Maßnahmen des Küstenschutzes infolge des Klimawandels der Bundesregierung von Frau Merkel. Und die Forderung, jetzt analog sich damit zu befassen, ob man einen analogen Maßnahmenplan des Hochwasserschutzes im Binnenland infolge des Klimawandels macht, ist nur die nüchterne Konsequenz aus dem, was wir an Ereignissen zwischen 1997 und 2013 erlebt haben. Das ist kein Teufelsweg, ist keine Spinnerei. So wie man das vernünftigerweise an den Küsten macht, müssen wir es auch im Binnenland machen, weil es eine ganz langfristige Aufgabe ist und weil es natürlich nicht hilft, wenn wir 600 Millionen beim ersten Mal, jetzt über 600 Millionen und in 10 Jahren wieder 600 Millionen ausgeben müssen in einer Katastrophenhilfe. Sondern da ist es vernünftig, dass sich alle damit befassen. Es ist schade, wenn CDU und FDP nicht dabei sind. Es ist aber trotzdem nötig und wir werden auch dem gerne zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Priggen, für die Vielen Dank, Herr Kollege Priggen. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Dr. Paul. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und daheim. Mal vorneweg, die große Bereitschaft der Menschen, insbesondere der Jungen in diesem Land,
selbstlos und ohne Aussicht auf einen Gewinn zu helfen, wo immer zu helfen war, zeigt, dass Solidarität kein alter Hut ist. Für viele Ältere war es ja geradezu Neuland zu sehen, dass die jungen Menschen in diesem Land doch nicht die verantwortungslosen, selbstsüchtigen Hedonisten sind, für die sie sie immer gehalten haben. Für uns Piraten ist Solidarität einer der Kerne unseres Selbstverständnisses. Und wir freuen uns, dass mit diesen jungen Menschen eine Zukunft in Solidarität und Respekt möglich ist. Wir bedanken uns an dieser Stelle aufrichtig und von tiefstem Herzen bei allen Helferinnen und Helfern, gleich welchen Alters, welcher Herkunft und welcher Position oder Rolle. Und wir bedanken uns auch ganz ausdrücklich bei der Landesregierung für die gut geführten Verhandlungen. Das muss als Opposition mal möglich sein, so etwas zu sagen. Danke. Neben dem sozialen Gewinn an Zusammenhalt wird die Flut aber erhebliche ökonomische und ökologische Kosten nach sich ziehen. Aktuell wird geschätzt, dass sich die unmittelbaren ökonomischen Kosten auf etwa 8 Milliarden Euro belaufen werden. Der Bund übernimmt 1,5 Milliarden direkt. Die 44 Millionen per anno mögen ausreichend sein. Ich möchte aber an dieser Stelle auf einige Szenarien der Münchner Rückversicherung zu sprechen kommen, die etwas anderes sagen. Auslöser der erneuten Jahrhundertflut in unserem Juni 2013 waren die heftigen Regenfälle einer besonderen Wetterlage, die eigentlich keine Seltenheit ist. Herr Priggen hat es schon erwähnt, die sogenannte 5B-Lage, über die hochfrequente Tiefdruckgebiete, über die Alpen, nachdem sie im Mittelmeer Wasser aufgenommen haben, ziehen und dort in den Alpen oder nordöstlich davon abregen. In diesem Fall aber kam noch etwas anderes hinzu. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir parallel zu den Niederschlägen in den Pyrenäen Schneefall hatten und in Nordfinnland 30 Grad im Schatten. Möglicherweise wird nicht die Zahl dieser Extremwetterlagen zunehmen, aber sehr wahrscheinlich ihre Heftigkeit. Angesichts der Jahrhundertfluten in kurzen Abständen 1993, 1995, 2003, 2006 und jetzt 2013 kann aber auch eine künftige Häufung nicht wirklich ausgeschlossen werden. Und wie viele müssen es noch werden, bevor wir etwas wirklich Durchgreifendes und Nachhaltiges unternehmen? Durchgreifend und nachhaltig, das heißt auch, um es klar zu sagen, finanziell klotzen und nicht kleckern. Wir sehen da in Sonderheit den Bund in der Pflicht, denn auch er ist Teil unserer Solidargemeinschaft. Strukturelle Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte, diese muss ein Ende haben. Und wir müssen anerkennen, die globale Erwärmung ist längst Realität, das 2-Grad-Ziel ist mit großer Sicherheit nicht mehr zu erreichen. Daher sind es nicht nur Starkregenfälle und Flutkatastrophen, die für die Zukunft zu befürchten sind, sondern auch Extremwetterlagen mit langen Hitzeperioden, die uns den 2003er Sommer irgendwann als angenehm kühl in Erinnerung halten werden. Nur zur Erinnerung, der Hitzewelle des Jahres 2003 fielen weltweit mehrere 10.000 Menschen zum Opfer. Sie verursachte wahrscheinlich mehr als 13 Milliarden US-Dollar volkswirtschaftlichen Schaden. Die monetären Kosten der aktuellen Flut werden, wie gesagt, bei bis zu 8 Milliarden Euro liegen. Die ökologischen, sozialen und gesundheitlichen Folgen sind da aber noch gar nicht eingepreist. Für alle Skeptiker, der Klimawandel findet statt und er ist vom Menschen gemacht. Man muss sich einfach mal die Frage stellen, allein wie viel Abwärme durch industrielle Produktion produziert wird. Unser Planet hat durch die Industrie eine eigene Wärmeproduktion und es gilt nicht nur das, was von der Sonne reinkommt. Im Gegenteil, die Sonnenintensität ist seit einigen Jahren rückläufig, das heißt, es müsste eigentlich kühler werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Und eine mittlere Temperaturerhöhung von 4 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts ist keinesfalls eine abwegige Schätzung. Aber die Folgen wären nach gerade apokalyptisch. Von Waldbränden und globalem Wassermangel über stark zurückgehende landwirtschaftliche Erträge und daraus folgend Hungersnöten bis zu einer beschleunigten Fortsetzung des Verlusts der Biodiversität und Ressourcenkriegen reicht das Spektrum des Erwartbaren.
Es sage niemand, das sei Neuland, und es sage niemand, er habe von nichts gewusst. Wer nun glaubt, die Hitzewelle 2003 und die steigenden Durchschnittstemperaturen weltweit seien das eine, die Flutkatastrophe der vergangenen Wochen aber eine ganz andere Sache, der irrt. Wie gesagt, infolge des Klimawandels nehmen die Extremwetterereignisse auf beiden Seiten der Skala zu. Es ist mithin allerhöchste Zeit, effektiv dagegen anzugehen. Wenn wir die Welt für unsere Kinder bewahren wollen, ist es unsere Entschuldigung, verdammte Pflicht, endlich Farbe zu bekennen und Schluss zu machen mit nach mir die Sintflut, die jetzt gar nicht mehr darauf wartet, bis wir weg sind. Insofern sind alle Maßnahmen zum Schutz einer von Hochwasser bedrohten Bevölkerung selbstverständlich erst einmal richtig und notwendig. Doch erstens sind es End-of-Pipe-Maßnahmen, die das Problem nicht beheben, sondern es bloß in seiner Wirkung bis auf Weiteres entschärfen. Zweitens erleben wir angesichts überfluteter Dörfer und Städte ein unerträgliches Demokratie-Bashing, das die besondere Brisanz verdeutlicht. Wenn Menschen, die von ihren demokratischen Rechten Gebrauch gemacht haben, jetzt als die Schuldigen angeklagt werden, weil sie angeblich mit ihren Einwendungen die rechtzeitige Fertigstellung des Hochwasserschutzes verhinderten, dann ist das nur noch zynisch und stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Nicht wer demokratische Rechte in Anspruch nimmt, steht unter Rechtfertigungszwang, sondern wer diese in Abrede stellt. Und keine Katastrophe der Welt kann an dieser Aussage etwas ändern. Wenn immer noch nicht begriffen wurde, dass ernst gemeinte Bürgerbeteiligung eine großartige Chance für diese Gesellschaft und ihre Herausforderungen ist, vor denen wir stehen, da glaubt wohl auch mit der Erhöhung von Deichanlagen alles Nötige getan zu haben, um steigenden Wasserpegeln zu begegnen. Diese Aussage wird auch von den Wissenschaftlern des Umweltforschungszentrums in Leipzig getroffen, die zu folgender Schlussfolgerung kommen, die ich mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, zitieren möchte. Der Gedanke von einem hundertprozentigen Hochwasserschutz ist genauso irreführend wie der Gedanke, dass zukünftig Schäden vermieden werden könnten, wenn Planungsfeststellungsverfahren beschleunigt und die Bürgerbeteiligung beschränkt werden. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Dialoge über die Frage, wie wir am besten für Hochwasserextreme in der Zukunft vorbereitet sind. Zitat Ende. Ja, seit 2002 sind sinnvolle Maßnahmen durchgeführt worden, in denen sich auch die Einsicht niederschlägt, dass wir nicht gegen die, sondern mit der Natur leben müssen, und irgendwie wollen wir das ja auch. Grundsätzlich aber sind wir heute mit genau denselben Problemen konfrontiert wie vor 11 Jahren. Unsere Gesellschaft basiert auf einem Produktionsmodell, das systematisch soziale, ökonomische und eben auch ökologische Ungleichgewichte verursacht. Wenn wir die sehr plausible Möglichkeit bedenken, dass aufstrebende Länder wie China oder Indien und andere das Recht reklamieren, die Umwelt in identischer Weise zu nutzen, wie wir dies seit Jahrzehnten tun, dann erkennen wir schnell die Unmöglichkeit eines solchen Tuns. Selbst wenn wir eine fortschreitende Entkopplung von zusätzlicher Produktion und CO2-Emissionen und damit eine zurückgehende ökologische Intensität unterstellen, was angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht sehr plausibel ist, müssten wir anerkennen, dass die globale Expansion des westlichen Produktions- und Konsummodells notwendig zur Zerstörung unseres Globus führt. Wenn wir diese Erde für unsere Kinder bewahren wollen, werden wir den jungen Menschen, die so tapfer und selbstlos praktische solidarische Arbeit geleistet haben, wenn wir denen nicht nur ein wertloses Danke zurufen möchten, dann müssen wir echtes Neuland betreten. Beenden wir den Raubbau, vor dem nur wenige profitieren, an dem die meisten aber leiden. Beenden wir die unerträgliche und immer unerträglicher werdende Ungleichverteilung weltweit und bei uns. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerpräsidentin Kraft. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne nur zu ein paar Punkten Stellung beziehen, die hier genannt worden sind. Nicht zur Bundeswehr, werter Herr Laumann. Die Soldatinnen und Soldaten und die Führung wissen, wer an ihrer Seite steht und wer Scheindebatten im Blick auf die Bundestagswahl führen möchte. Das können Sie sehr wohl unterscheiden. Aber Herr Laumann, es scheint ja ein Irrtum vorzuliegen. Sie haben in Ihrer Rede deutlich gemacht,
Der Bund hätte sich Spielräume erarbeitet. Wir sollten uns die Konsolidierung des Bundes zum Vorbild nehmen. Herr Lindner sprach davon, dass wir uns kluger Konsolidierungspolitik verweigern. Bei Ihnen scheint offensichtlich nicht angekommen zu sein, dass der Bund 8 Milliarden neue Schulden aufnimmt, um das Ganze zu stemmen. Das ist die Wahrheit. Er hat diese Spielräume offensichtlich nicht, sondern er muss neue Schulden aufnehmen. Insofern verstehe ich Ihre Einlassung an dieser Stelle offen gesagt nicht. Und dann empfehle ich gerne, Herr Kollege Laumann, Herr Kollege Lindner, ich empfehle gerne den Blick nochmal auf 2002, damals Regierung Schröder. Es gab damals eine Gegenfinanzierung, die hieß Verschiebung einer damals schon geplanten Steuersenkung plus Aufschlag auf die Körperschaftssteuer von 1,5%. Insofern auch diese Debatte war nicht aus der Luft gegriffen, sondern hatte einen konkreten Hintergrund. Und eins zum Schluss noch ist mir wichtig. Sie haben davon gesprochen, Herr Kollege Lindner, wir würden beim Hochwasserschutz kürzen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die Zahlen ja dargelegt. Wir kürzen nicht, sondern wir finanzieren anders. Wir haben einen revolvierenden Fonds aufgebaut. Das sind strukturelle Veränderungen unserer Förderprogramme im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik für Nordrhein-Westfalen. Und ich sage an dieser Stelle ausdrücklich, der Kollege Remmel ist hier in vorbildlicher Weise unterwegs und wir halten das für richtig im Blick auf die zukünftigen Lasten, die auf den Landeshaushalt zukommen. Und wir werden diesen Weg, zu dem Sie damals in Ihrer Regierungszeit den Mut nicht hatten, wir werden diesen Weg konsequent weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Herr Dr. Bergmann. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Meine Damen und Herren, ich würde gerne die Diskussion noch um einige Aspekte erweitern, weil es wird viel über den Osten gesprochen, das ist wichtig und sind viele Punkte auch schon genannt worden, in denen wir uns mehr oder weniger einig und vielleicht auch in einzelnen Details nicht einig sind. Es gibt Unterschiede auch, Frau Ministerpräsidentin, jetzt nicht nur, weil ich Obergefreiter der Reserve bin und Sie nicht und deswegen vielleicht andere Einblicke der Bundeswehr haben, sondern weil ich ja nicht wie Sie an der Ruhr, sondern am Rhein wohne. Die letzten 17 Kilometer des deutschen Rheines fließen durch meinen Wahlkreis. Und ich war 1995 auch schon groß genug, um mitzubekommen, was passiert, wenn das Wasser bis an die Kanten der Deichkronen stehen. Es gibt drei Deichverbände, die mit 90 Rheindeichkilometern in meinem Bereich oben, auch in dem Hinterland, viel, viel dafür tun, dass die Menschen in Sicherheit leben können. Und Panikmache kommt bei uns Niederrheinern gar nicht an. Der Niederrheiner weiß, dass der Rhein nach vielen Jahrhunderten erst sein Bett gefunden hat, aber in Hochwassersituationen bei uns oben, Mississippi-like, bis zu 2,5 Kilometern breit werden kann. Wir halten viele Flächen vor, damit das, was hier unten an Highway rein stattfindet, bei uns oben sich ausruhen kann. Aber wahr ist auch, dass ich aus einer Region komme, in der von Ihrem Ministerium, beziehungsweise von Ihrem Ministerium, Herr Remmel, von Ihrer Vorvorvorvorgängerin oder wie viel da zurück jetzt auch ist, 2000 und 2002, 80-100% Überflutung prognostiziert wurde bei einem Dammbruch. Ich komme aus einer solchen Stadt, die zu 80-100% überflutet würde, wenn ein Deich brechen würde. Den Deichverbänden in unserer oberen Region gehören als Zwangsmitglieder 55.000 Menschen an. Herr Meesters wird das aus sozialdemokratischer Sicht bestätigen können, das ist der Anschluss. Wir teilen uns zwei Deichverbände. Und diese Menschen haben natürlich kein Verständnis dafür, dass es einen Stillstand der Maßnahmen gibt. Und dieser Stillstand der Maßnahmen ist seit 1998, weil nämlich nach dem letzten Hochwasser die Vorvorvorvorgängerin von Herrn Remmel alle aufgefordert hat, die Pläne einzureichen, was dann auch geschah, liegen dort seit teilweise 1998 bei der Bezirksregierung und werden nicht beschieden. Und die Menschen bei uns vor Ort erwarten, dass Bescheide kommen. Seit 15 Jahren. Und das Rheinhochwasser damals ist ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigekommen und hat zur Folge gehabt, dass wir heute ein Stückwerk haben.
Wir haben neue, moderne Deiche neben alten Lehmdeichen, also homogene Deiche. Das wird Ihnen jeder Fachmann erklären. Die sind ganz schlecht, mit teilweise Kriegsschrott aufgepeppt. Und diese Deiche drohen einfach wie Wackelpudding beim nächsten Hochwasser.